Hi. Wieder mal im Bett mit Barbara. Ich habe mir jetzt lang ein paar Monate durch den Kopf gehen lassen, wie mache ich die nächsten 5 Minuten. Aber immer wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, mache ich gar nichts. Also, wieder eine ganze Nacht durchs Internet getaumelt. Wie so ein Irrer von 2 Facebook-Accounts. Durch YouTube. Und da bin ich hier gelandet. Oh ja. Immer diese Facebook-Nächte, die sind sowas von furchtbar. Aber sie sind doch irgendwie schön. Weil man kann, ja, was kann man? Eigentlich kann man gar nichts. Eigentlich hätte ich nur eine große Nase irgendwann mal. Ja, was werde ich damit machen? Die werde ich irgendwann mal in Dinge reinstecken, die mich gar nichts angehen. Und dann werde ich mit einer großen Kette um den Hals, werden sie mich in den Keller sperren. Und für den Rest der nächsten 10 Millionen Jahre als Generator für ihre dubiosen Geschäfte ausbringen. Ich habe tatsächlich 5 Minuten in Spanien gemacht irgendwo. Die haben mir überhaupt nicht gefallen. Mit Meeresrauschen im Hintergrund und Vögelgezwitscher. Ja, aber das ist nicht was. Nee. Was habe ich jetzt diese 2 Minuten gemacht? Ey, sag mir mal, was habe ich denn gerade gemacht, die 2 Minuten? Ich weiß echt nicht. Irgendwas habe ich gemacht. Naja, ich liege wieder in meinem Hochbett und dachte mir heute mal, ich habe extra auch schon die Selfie-Stab genommen, wo ich auch Aufnahmen mitgemacht habe. Ja, es ist spät, es ist 9 Uhr morgens. Ich dachte mir, ich mache nochmal schnell 5 Minuten, so nebenbei. Heute ist französische Wahl, AfD, Parteitag. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich finde das alles so furchtbar. Ich werde versuchen, gegen 6 bis 8 Uhr mal ein bisschen französische Senderrolle zu gucken. Über meine Satelliten Chesel. Und werde dann mal sehen, was die erzählen. Da gibt es irgendeinen französischen Sender auf Englisch. Dann gibt es den auch auf Französisch. Manchmal ein bisschen Zeit verschoben. Dann gibt es noch mal ein RT. Also der russische Sender, den ich auf Englisch gucke. Tja. Andere großen Informationssender, Phoenix, aber das ist mir mittlerweile so gefärbtes Kahane-Gewäsch. Will ich gar nicht mehr drüber reden. Aber wir hatten ja ein anderes Thema, gar kein Thema. Also die Welt prallt, diese flache Welt prallt auf diese ahnungslosen. Jetzt schlackert mein Hund schon wieder irgendwo an einem seiner Wassernäpfe. Naja, mit mir ist zusammen Kartoffeln gegessen. Oh, Schlabberkartoffeln. Oh, schöne Kartoffeln habe ich gegessen. Spezielles Rezept. Kartoffeln, also die Augen, die Schnitte und die grauen Sachen rausschneiden, mit einer Bürste waschen, dann in grobe Stücke schneiden und Schnellkochtopf mit Wasser unten, so ein Dampfkochtopf. Wow, die werden sowas von gut. Aber es wollte ich eigentlich gar nicht mich drüber unterhalten. Ich wollte eigentlich gar nichts. Das wollte ich eigentlich. Einfach mal wieder mir selbst gegenüber 5 Minuten als Tagebuch oder als, ich weiß auch nicht, Kotztütenersatz bei der heutigen politischen Lage. Was sind denn diese 5 Minuten? Das kann ich noch nicht mal richtig sehen. Ich habe meine Augen so verdreht durch die Internetnacht, dass ich das gar nicht richtig lesen kann, was da steht. Ich habe noch eine halbe Minute, 10 Sekunden. Was habe ich hier eigentlich erzählt? Gar nichts, ne? Und ich verbleibe weiterhin im Gar nichts.